Ja, hallo meine lieben Bienen- und Naturfreunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf nordbiene.de. Ich erfreue mich heute am Sonntag am schönen Wetter. Wir haben kalte Temperaturen, deutlich im Frostbereich. Heute Nacht hat es minus 5 Grad gegeben und die Sonne lacht. Und es ist einfach nur herrlich, sich an der Sonne hier zu erfreuen und an der schönen Natur. Und auch an diesen Hanfpalmen hier. Das ist die Tessiner Palme, ursprünglich heimisch im Himalaya. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, diese Hanfpalmen, die sind relativ frostunempfindlich, bis minus 15 Grad überhaupt gar kein Problem. Man kann sie also im Garten hier in Mitteleuropa auspflanzen, im Winter ein bisschen mit Rindenmulch schützen. Eine ganz fantastische Palme, schnellwüchsig, mit tropischem Flair hier in Nordeuropa. Einfach nur herrlich. Ja, und hier haben wir einige Exemplare der europäischen Zwergpalme, die einzige Palme, die von Natur aus in Europa vorkommt. Sie ist ein bisschen empfindlicher, darum habe ich sie hier an die Südseite des Hauses gepflanzt und bekommt bei Frost, der dauerhaft deutlich unter minus 5 Grad ist, dann auch eine dicke Rindenmulchauflage. Ja, eine herrliche Palme, die auch im jungen Alter irgendwann jetzt anfängt zu blühen. Einfach nur fantastisch. So, hier ein schönes kleines Exemplar der chilenischen Honigpalme. Das werden riesige Palmen, wenn sie in 100 Jahren mal groß sind. Diese Palme ist auch relativ unempfindlich gegenüber Frost, aber muss doch eingepackt werden, also zumindest mit einer dicken Rindenmulchauflage. Diese Palme, die hat schon 3 Winter überstanden hier und wird auch diesen Winter garantiert überstehen. Ein wunderschönes Exemplar. Ja, liebe Exotenfreunde, hier haben wir was ganz Besonderes, eine ausgepflanzte brasilianische Araucarie, die ja im Gegensatz zu den chilenischen Araucarien nicht ganz so frosttolerant ist. Bis minus 9, 10 Grad dürfte es keine Probleme sein, danach wird es dann aber schwierig. Ja, ein ganz besonders schönes Exemplar, eins von 4 ausgepflanzten Exemplare, die anderen 3 haben mittlerweile schon die ersten 2 Winter überstanden und für dieses Exemplar ist es hier der erste Winter. Ganz fantastisch. Ja, und bei den Bienen hier drin, da ist jetzt Ruhe angesagt.
Die Bienen sind in einer Winterruhe, in einer festen Wintertraube. Und sei es draußen auch noch so kalt, minus 20 Grad, minus 25 Grad, das ist für die Bienen alles kein Problem, solange sie genug Futter haben. Im Bienenstock, im Zentrum der Bienentraube, ist es immer 20 Grad warm, mag es draußen auch noch so kalt sein. Ein ganz fantastisches Wunderwerk der Natur. Ja, hier haben wir ein ganz besonders hohes Exemplar des Mittelmeerschneeballes. Der ist auch in den meisten Regionen Deutschlands winterhart. Eine ganz hervorragende Bienenweide im Zeitraum zwischen Oktober und April, will ich mal sagen. Einfach zu vermehren über Stecklinge, aber auch über Sämlinge. Eine super Pflanze für die Bienen und für viele andere Insekten. Ja, und dieser Schneeball, der steht unterhalb eines noch größeren Bienenbaumes. Der ist natürlich jetzt unbelaubt. Tetradium danielii, auch ganz einfach zu vermehren über die vielen Samen, die weiblichen Bäume ansetzen. Super. Ja, meine lieben Bienenfreunde und Naturfreunde, ich sage ja immer, 90% des Gartens müssen wild sein für unsere Bienen, für die Schmetterlinge und für die vielen anderen Insekten. Das sollten wir natürlich unsere heimischen Wildpflanzen nicht vergessen. Ich habe hier ganz viele Kätzchenweiden vermehrt, stehe hier gerade unter einer Kübelweide, dahinter Küblerweide, dahinter eine Saalweide. Die sind natürlich auch alle noch unbelaubt. Und auch hier bei den Bienen ganz viele Kätzchenweiden. Alle diese Weiden sind einfach zu vermehren durch Steckhölzer oder auch durch Sämlinge bei der Saalweide zum Beispiel. Wenn die aufblühen, das gibt hier ein richtiges Bienenparadies. Ja, ganz fantastische Pflanzen. Und wir sollten auch nicht vergessen, viele Schmetterlinge, also die Raupen, ernähren sich hier von den heimischen Kätzchenweiden, von deren Laub im Sommer. Ja, ganz fantastisch. Einfach eine super Pflanze. Triebe abschneiden, in die Erde stecken und schon ist die Weide vermehrt. Ja, liebe Naturfreunde, wagen wir mal einen kurzen Blick ins Gewächshaus. Das Gewächshaus hier ist beheizt und dient eigentlich nur der Überwinterung für von Kübelpflanzen. Die Temperatur ist eingestellt auf nachts minimal plus 1 Grad.
Das reicht für die Pflanzen, die ich hier halte. Tagsüber heizt sich das Gewächshaus natürlich ein bisschen auf bei Sonne. Da kann es dann schon mal 10 Grad werden. Also das ist fast ein Klima wie am Mittelmeer hier. Ja, einfach nur super. Ja, auch hier haben wir eine ganz wunderbare Kostbarkeit, seit 10 Jahren schon ausgepflanzt. Der Mittelmeerlorbeer, Laurus nobilis, hat bisher jeden Winter überlebt, direkt an der Westseite meines Hauses. In freier Natur würde er natürlich nicht überleben. Ist relativ empfindlich, ein immergrüner Strauch aus dem Lorbeerwald. Ja, hervorragend. Steht übrigens unter einer mehrjährigen pommerschen Reifweide. Die wächst ja ganz schnell und hat auch schon geblüht die letzten 2-3 Jahre. Eine super Pflanze, dieser Lorbeer. Ja, liebe Bienen- und Naturfreunde, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, klickt bitte einmal auf Daumen hoch und auf Abonnieren. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn es wieder ein weiteres neues Video von mir gibt. Ich werde hier noch ein bisschen die Sonne genießen bei frischen, eisigen Temperaturen, mich am Subtropengarten erfreuen und natürlich auch an den Bienen und an unserer heimischen Natur. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Danke, tschüss. Einfach nur fantastisch. Einfach nur schön.